Hi. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des MTB Sports. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum Teil 2. Wir fahren durch den Wald. Diggins Flow ist auch mit dabei. Guck mal hinter mir. Wir fahren weiter. Wir haben schon im ersten Teil, oben rechts verlinkt, ein paar Trails gefahren mit ein paar Erlebnissen. Drücken wir es mal so aus. Ich will nicht zu viel verraten. Eigentlich bei diesem schönen Wetter heute brauchst du gar keinen Mitkommen, ja. Aber man weiß ja nie. So, ja, wir sind ganze 5 Kilometer weit gekommen in einer halben Stunde. Oh, richtig, richtig schnell. Aber richtig gute 5 Kilometer. Ja, quasi nur Trails. Fährst du voraus? Nee, fahr du mal. Willst du wieder in meinem Windschatten fahren, so bei 7 km/h? Ja dann, auf geht's. Ah. Huch, da drüben wäre die Easy Line gewesen. Bitte? Da drüben wäre die Easy Line gewesen. Okay. Ich glaube, die fahren wir jetzt noch lieber. Fährst du die, oder? Was? Fährst du das hier? Nee. Da sind noch Wurzeln unten drin, gucken wir runter. Ich wollte dich aufnehmen. Ich wollte dich aufnehmen, war es schon schneller unten. Ja, dann warte ich das nächste Mal, aber doch nicht so easy, wie ich dachte. Ja. So, wo jetzt her? Okay. Scheiße. Müssen wir unter dem Baum durch. Oder da runter. Ah ja. Rechts. Was? Links ist ein bisschen krass hier. Ja, rechts an der Baum durch. Bitte? Rechts an der Baum durch. Ich habe schon mal alle Äste für dich mitgenommen. Ich habe schon mal alle Äste mitgenommen. Ja, ja, ordentlich. So, die richtigen Pros, nimm den Felsen zum Abziehen. Okay. Ja, und dann da drüben wieder hoch. Ja. Schaffe ich das in dem Gang da hoch? Unten hast du Matsche liegen.
Na dann probieren wir es mal. Ah, easy. Oh, Zerrung am Wegesrand. Ja, da wäre ich fast im Loch verschwunden. Ich fahr mal drauf zu, mal gucken. Easy. Einmal lecker gespeist. Nicht nur trinken ist richtig und wichtig an der Gitarre, essen auch. Total. Weil sonst ist er vorbei mit Konzentration. Ah, ich habe kein Motor. Ah. Muss er selber treten. Danke. Jo. Wow. Oh, hier muss jetzt irgendwo ein Trail reingehen. Bitte? Hier muss irgendwo ein Trail reingehen. So, gleich. Hier? Okay, wir sind schon dran vorbei. So, wenn ich den Trail reinfahren, den der andere Kollege da gerade gefahren ist. Welchen? Da, von da, wo wir standen, auf der linken Seite. Da sind wir doch vorhin reingefahren. Den haben wir doch schon genommen. Echt? Okay. Ja. Das war der, wo ich eine OTB gemacht habe. Okay. Es geht irgendwo jetzt hier runter. Ich weiß aber nicht wo. Komm, lass uns doch mal jetzt ein Stückchen lang fahren und dann wieder zurück. Das sieht nach einem Weg aus. Hm? Das sieht nach einem Weg aus. Du musst mal hier rein, ne? Ja, ich kann noch gerade mal kurz auf dem Handy gucken. Das sieht doch nach einem Trail aus, ne? Ganz schwer. Komm mal vor. Hoppala. Weiche krumm. Boah, ein bisschen. Bisschen sehr. Naja, machst du nix. Aber das geht. Ja, ja. Das geht. Die ist nicht locker. Okay. Nicht ganz so heftig wie die anderen auf dem Papier. Man kann aber trotzdem gucken, ne? Ordentlich. Ja, sehr schön. So, jetzt kommen wir hier zu dem Drop, aber den fahre ich nicht. Da nehme ich die Chicken Line. Ja, den noch einer rein. Hier, hier ist noch einer rein.
Ja, hier ist der mit dem Drop. Mit dem Drop-In. Soll ich dich filmen? Soll ich dich filmen? Ich filme dich. Jetzt nochmal aus der Perspektive von Diggins Flow, darf er es halt auch nochmal zeigen. Ja, genau den habe ich auch gemacht. Genau den habe ich auch gemacht. Der geht nämlich böse runter als gedacht. Du musst hier warten. Hier bin ich jetzt, hier siehst du sofort, wo ich abgeschmiert bin. Ja, hier. Hier. Aber warum? Aber schön abgerollt. Verdammt. Ja, genau, das habe ich mich dann auch gefragt. Ja. Genau die gleiche Frage. Gut, aber Helm hat gehalten. Du weißt, warum ich die Chickenline genommen habe. Weil der ist böser als er aussieht, weil das geht halt direkt danach runter. Hast du es aber? Ja, das habe ich. Ist die Konzentration weg, wa? Das Problem. Ah, so ging es mir auch. Das sind immer so kleine Stufen. Ja. Du musst halt runter droppen, dass du auf der nächsten Stufe kommst. Oder du fährst die Chickenline mit deinem. Bin ich nämlich jetzt gerade gefahren. Aber ich bin jetzt ein bisschen zu schnell. Ich war jetzt ein bisschen zu schnell. Und bin dann von einem. Liegende Vorräder heute. Ich sehe nur so von hinten so. Ja. Staubwolke. Ach, gucken wir mal. Gucken, wie die das machen. Wow, ja, der Nächste. Da liegt der Nächste. Der hat sich genauso runtergekugelt wie du. So, Diggins Flow ist dann nach Hause. Und ich bin noch ein bisschen alleine weitergefahren. Das ist jetzt hier ein roter Trail. Da fahren wir jetzt noch mal runter. Und dann kommt ganz am Ende noch ein schwarzer Trail. Wie gesagt, ich bin jetzt hier alleine unterwegs. Viel Spaß beim Weitergucken. Oha. Danke. Easy. What? Thank you.
Oha. Easy. Immer wieder hoch. So. Auf geht's auf dem schwarzen Trail als letztes. Wow, geil. Wow. Bisschen zu schnell, ich wäre an dem Stein über den Lenker, so an dem Ast. Nehme ich auf. Nehme auf. Sehr schön. Wow! Man soll sich Herausforderungen stellen, ne? Moment. So. Einstieg gemeistert. Hoppala. Arme ran. Masse zentral ins Rad. Hier bin ich letztes Mal runtergekommen. Ich glaube, der geht hier weiter. Jo. Puh. Ja, Puls 170, ey, meine Hände. Jetzt ist aber gleich gut, ey. Ja, Trinken scheint auch leer zu sein. Die werden gleich gucken, wenn ich das fahre.
Fahren ist einfacher. Fahren ist einfacher als laufen. Jo, geil. Aber wenn ich mehr gerutscht als gefahren bin, aber ich hab's gemacht. Hier. Ja. Nächstes Mal fahre ich das. Feierabend für heute. Puh. Was haben wir denn an Höhenmetern? 700. 946 Kalorien. Ja, passt. Ich könnte jetzt nochmal den Treppen-DH da runterfahren, aber... Jo, dann bedanke ich mich mit dieser schönen Kulisse. Ich schwarz, See im Hintergrund. Fürs Zusehen. Lasst ein Like da. Kommentiert mal was unten in die Kommentare, was das geil fandet, mein Gerutsche. Lasst ein Abo da, macht die Benachrichtigung an. Danke, ich bin raus. Ciao.